So, hallo und herzlich willkommen zum Review der Adnet Color Splash USB Lautsprecher. Ob diese Dinger was taugen und ob sie ihr Geld wert sind, das klären wir nach dem Intro. Die funktionieren mit kleinen Wasserfontänen, wie man das auf der Verpackung schon erkennen kann. Ich habe es im Saturnmarkt gesehen für 25 Euro und ich kannte die bereits vorher aus dem Internet. So bei Amazon gibt es sie auch für ein paar Euro billiger. Ich habe sie dann aber da mitgenommen, weil ich sie dann natürlich direkt in der Hand hatte, was ich auch immer ganz schön finde. Und weil ich mir einfach nicht sicher war, ob die überhaupt funktionieren. Das heißt, wenn ich die jetzt auspacke, war ich mir echt nicht sicher und habe mich die ganze Zeit gewundert, Mensch, da läuft doch was aus, das kann doch nicht funktionieren, das kann doch nur scheiße klingen. Und nein, ich habe sie ausgepackt und angeschlossen. Und ja, es hat alles funktioniert und ja, es klang auch wirklich scheiße. Das war einfach nur so, als hätte man die Höhenlautsprecher aus einer Autoanlage ausgebaut und dann auch noch die schlechtesten, die man eigentlich so bekommen kann. Sprich, das hört sich alles nur nach Höhen an, die ganz hohen Höhen sind schrebbelig und die Mitten klingen aber eigentlich ganz gut, also da kann man nichts gegen sagen, aber Bässe sind natürlich auch überhaupt nicht da. Was aber total cool ist, ist der Effekt. Sprich, wenn ich das jetzt bei Liedern, gerade so wie Uptown Funk oder anderen Liedern, die so Pausen auch haben und dann hohe, laute Schläge, da sieht man echt cool die Effekte und das macht auch echt Spaß zuzugucken. Das Blöde ist nur, dass es echt, ja, beschissen klingt. Doch, dafür hatte ich dann auch schon eine Lösung. Ich habe mir nämlich dann ein paar Tage später auf Amazon für rund 2-3 Euro direkt einen Adapter gekauft mit einem Doppelklinkenausgang, sprich für zwei Kopfhörereinschlüsse, und den habe ich hinten in mein iMac gesteckt und jetzt ist darüber meine sehr gute Stereoanlage angeschlossen. Und diese Wasserlautsprecher. Und das ist eine echt gute Lösung, weil natürlich konnte ich auf Dauer diesen schrebbeligen Klang nicht hören. Und das wäre ja sowieso echt schade, wenn man so eine gute Anlage hat im Zimmer und diese überhaupt nicht benutzen kann. Das alles zusammen in der Kombination ist echt super. Jetzt höre ich den Superklang von der Anlage, habe Bässe, habe das ganze Hörerlebnis, was ich habe, plus gute Höhen, die ich hier und da mal raushöre. Und ansonsten fallen diese Lautsprecher klangtechnisch gar nicht auf. Natürlich fallen sie von den Effekten ja super auf und insgesamt sieht das echt cool aus und es macht wirklich, wie gesagt, Spaß zuzuhören. Das einzig Negative, was mir dann in dieser Kombination aufgefallen ist, ist, dass bei den Effekten bei etwas höherer Lautstärke der rechte Lautsprecher dann doch höhere Wasserstrahlen hat als der linke und das hängt wahrscheinlich dann mit der Stromversorgung zusammen. Aber alles in einem kann man sagen, dass ich das in dieser Kombination echt weiterempfehlen kann. Sprich, für Leute, die sich jetzt PC-Lautsprecher kaufen wollen, da ist das natürlich nichts. Wer aber bereits gute Lautsprecher hat für den PC und diese Effekte echt genießen möchte, der kann sich diese Lautsprecher in Kombination mit dem 2-3 Euro teuren Adapter kaufen und ich kann das dann auch wärmstens weiterempfehlen. Eine echt klasse Sache also. Das war's mit unserem Video. Klickt in der Mitte für unser letztes Video und rechts für Abonnieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!